Schulter. Oh, und mein ganzer Rücken. Oh, oh, oh. Mein linker Fuß. Ah, oh, oh, oh. Wer will denn jetzt was von mir? Cranky, tu es nicht! Juhu, Azrael! Du kriegst mich nicht. Er muss seinen blauen Verstand verloren haben, Azrael. Versuch's mal. Oh nein! Mich wohl verhöhnen. Ich zeig dir, was lang geht, mein kleiner blauer Freund. Oh nein, das ist ja furchtbar. Schön, wieder zu Hause zu sein. Merkwürdig. Farmi hat seine Früchte schon geerntet. Totti, keiner zu Hause? Und kein Essen zu sehen? Das ist ungewöhnlich für Totti. Hallo, ist denn niemand zu Hause? Oh, Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Oh, wie schön, du bist wieder da. Schlumpfine. Papa Schlumpf, Gargamel hat Cranky gefangen, nur weil er geglaubt hat, dass Dr. Scharlatans Tonikum hilft. Dr. Scharlatan? Dieser Wicht ist ein Betrüger und ein Schwindler. Ich weiß, Papa Schlumpf, ich habe versucht, die anderen zu warnen, aber sie sind immer wieder hingegangen. Schnell, wir müssen sie finden und versuchen, Cranky zu retten. Tut mir leid, dass ich dich warten ließ. Schon gut, Dr. Scharlatan. Wer zuletzt schlumpft, schlumpft am besten. Ich möchte Ihnen wirklich dafür danken, Dr. Scharlatan, dass Sie... Oh. Nein, nein. Ich habe euch zu danken, dass ihr so dumm seid. Vielleicht gönne ich dieser alten Mangel einen Probelauf, bevor ich anfange, meine kleinen Freunde auszufrieren. Ja, die Melone zuerst. Perfekt. Ich glaube, ich bin lieber der Bringer als der Gewogene. Eine schmerzliche Entscheidung, Schlumpfine. Wir können entweder die 97 Schlümpfe retten oder Cranky. Es sei denn, warte mal. Was ist, Papa Schlumpf? Vielleicht kannst du Gargamel ablenken, dann haben wir mehr Zeit. Wo ist jetzt das Rezept? Schlumpfpudding, Schlumpfsoufflé, Schlumpfeintopf? Ah, hier ist es, Schlumpfbrühe. Fantastisch, man hat nicht jeden Tag einen Schlumpf zum Essen. Ah, verflixt das Rheuma. Juhu, Gargamel, ich wette, du kriegst mich nicht. Schlumpfine, Schlumpfine! Oh, mein Rheumatismus! Warte, du! Schnell, endlich habe ich euch, ihr blauen Dummköpfe. Jetzt haben wir nicht einen, sondern zwei zum Essen, Azrael. Totti, in deiner Haut sollte besonders viel Blau stecken, richtig? Großer Schlumpfmann, sind Sie verrückt geworden? Wissen Sie nicht, was Sie sich wegholen, wenn Sie mit Schlümpfen in Berührung kommen? Was? Schlumpfonitis. Schlumpfonitis? Oh nein! Oh doch, um ehrlich zu sein, Sie haben schon Symptome, die darauf hindeuten. Wirklich? Nein, ich fühle mich wohl, glaube ich. Sie sehen bleich und schwach aus. Sie zittern ja am ganzen Körper. So schlimm? Ja, Sie sollten sich besser hinsetzen und mich nachsehen lassen. Sagen Sie, tut es Ihnen hier weh? Wo? Und hier? Aua, ja! Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Oh, ich wünschte, ich hätte niemals einen Schlumpf gesehen. Ich bin verloren. Ich könnte Ihnen helfen. Ich habe das einzige Heilmittel dagegen. Wenn Sie bereit wären, 1000 Goldstücke zu zahlen. 1000? Aber ich habe nicht einmal 10. Oh, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Naja, Gott sei mit Ihnen. Gibt es keine andere Möglichkeit, Sie zu bezahlen? Nun, vielleicht können Sie uns bei einer Sache helfen. Oh, ich glaube, der Ofen ist jetzt heiß genug, nicht wahr, Azrael? Wer ist da? Dr. Scharlatan ist mein Name. Vergeben Sie die Störung, aber ich fand, es ist meine Pflicht, die zu warnen. Eine Zauberitis-Epidemie geht in der Nachbarschaft um. Haben Sie irgendwelche Symptome bemerkt? Zauberitis, sagten Sie? Ich Symptome? Nein, ich habe nichts. Ich habe nur ein bisschen Rheumatismus. Aha, das ist das erste Symptom. Ich muss Sie untersuchen. Ehrlich gesagt, Sie haben ja alle Symptome, mein Herr. Es ist der schlimmste Fall, den ich je gesehen habe. Oh nein. Oh doch. Aber nicht verzweifeln, es gibt ein Heilmittel. Dr. Scharlatans Wundertonikum gegen vernünftiges Entgelt.
Ja, aber natürlich bekommen Sie Entgelt. Wie wär's mit einem Fläschchen Fledermausblut? Oder lieber Warzenschweinfußnägel? Oder eine leicht abgenutzte, aber liebenswerte Katze? Nein, nein, danke schön. Ich sehe, Sie interessieren sich für Schlümpfe. Ich könnte Ihnen einen im Tausch gegen Ihr Wundermittel geben. Schlümpfe? Was zum Teufel kann ich mit Schlümpfen anfangen? Aber sie schmecken köstlich, oder Sie können sie als Buchstützen benutzen oder als Katzenspielzeug oder als Fischköder. Oh ja, mit Schlümpfen kann man eine Menge anfangen. Sie können sie beide haben und obendrein gebe ich Ihnen noch den Kochtopf. Na gut, bitte sehr, gurgeln Sie damit zweimal täglich, Gargamel. Also gut, ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Was ist mit eurem? Hier, reiben Sie das auf Ihren Kopf und Ihre Schlumpfonitis wird für immer verschwinden. Ich fühle jetzt schon die Wirkung. Also, Freunde, ich muss leider gehen. Leb wohl, Scharlatan. Und lass uns in Ruhe. Übrigens, mein guter Schlumpf, kann ich Sie für mein Grau-Weg-Wundertonikum interessieren? Oder für meinen Wunder-Runzel-Entfernen? Natürlich wirkt keins von beiden. Das hätte ich gesagt. Die Wahrheit, mein Herr. Dank meinem Wundertonikum werden Sie nie wieder jemanden anlügen können. Die Wahrheit? Das wird mich ja ruinieren. Nicht, wenn Sie sich Mühe geben, ein richtiger Arzt zu werden. Warum so trübsinnig, meine lieben Schlümpfe? Aber Schlumpf, ich fühlte mich viel stärker, als ich das Wundertonikum noch hatte. Da irrst du dich, Hefti. Du hast nur geglaubt, du wärst stärker geworden. Siehst du, Hefti, wenn du an etwas glaubst, ist fast alles möglich. Dann bin ich ja genauso krank wie vorher. Ich glaube, ich werde schon wieder eine Erkältung bekommen. Oh, das ist wunderbar. Ich glaube, es wirkt, Azrael. Keine Schmerzen mehr im linken Fuß oder in meinem rechten Knie oder in meiner linken Schulter oder in meinem Kreuz. Ah, jetzt ist der Schmerz im rechten Fuß. Oh, und im linken Knie. Oh, oh, dieser betrügerische Quacksalber, dieser schwindelnde Scharlatan. Ah, meine rechte Schulter. Oh, ich krieg ihn. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue,